Hallihallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu Europa Universalis 4. Wir spielen gerade ein bisschen Brandenburg, holen uns gerade die Marienburg, werden wahrscheinlich aber nur Tuchel fordern, mal sehen. Oder wir verzichten darauf, Lauenburg zu erobern. Das werden wir noch abwägen müssen. Auf jeden Fall ärgert uns Sachsen-Lauenburg hier ein bisschen. So, die Marienburg haben wir, das heißt, wir können jetzt wieder vorgehen gegen Sachsen-Lauenburg. So, und bevor die hier die Marienburg zurückerobert bekommen, bauen wir noch schnell eine Kanone und zwei Infanteristen. Wir stehen bereit. Was? Was? Nach 63 Tagen haben sie die Marienburg wieder. Was? Das ist ein Vorlevel 3, Vorlevel 2. Wie? Das ist nicht möglich. Mein Erbe stirbt und ein anderer kommt. Ja, machen wir. Jetzt muss unser Herrscher nur noch lang genug leben. Geben wir ihm doch... Ein 3-Sterne-General, Leute. Ein 3-Sterne-General. Ihr wisst gar nicht, wie krass das ist. Ich glaube, ich hatte in meinen 1000 Spielstunden noch nie einen 3-Sterne-General. Oh Gott, ist das krass. Nice. Richtig Glück gehabt. Ich meine, wir haben sehr hohes Armee-Level. Keine Frage, weil wir in der Richtung aktiv waren, aber... Boah, ein 3-Sterne-General. Gut, Strategieänderung. Wir machen erst Sachsen-Lauenburg platt. Weil die Marienburg wurde ja sofort zurückerobert. Das will ich nicht nochmal. Dänemark ist im Krieg gegen Sachsen-Lauenburg und den Deutschen Orden. Nein, du kriegst kein Durchmarschrecht, Dänemark. Ich will doch nicht, dass du mir was wegschnappst. Oh mein Gott, ein 3-Sterne-Gen. Krank. Krank. So, jetzt müssen wir nur noch schnell hier diese Provinz fertig kriegen. Ah, wow, da geht der Siegstand zurück und Ravensburg ruft uns in den Krieg gegen Schweiz und Frankreich. Ja, nee. Nee, du. Böhmen hilft da noch. Ich glaube, wir werden gleich ein bisschen was verlieren, deswegen machen wir schnell Bestow Imperial Grace. Ich habe keine Diplomaten. Ah. Jetzt hier noch Bestow Imperial Grace, überall wo es geht. Ah, geht gar nicht mehr. Bei Böhmen vielleicht noch, obwohl es da vollkommen sinnlos ist. Ah, bei Köln geht's noch. Sehr gut. Das war wichtig. Und dann lehnen wir ab. Da helfen wir nicht. So, Lauenburg haben wir. Jetzt wird der Deutsche Orden hier noch geplättet. Den Diplomaten haben wir verloren. Können wir gleich ersetzen, gar kein Problem. Und wir kriegen die humanistischen Ideen. Tada! Und damit ist das Event weg. Nämlich Religious Turmoil. Wir haben die humanistischen Ideen komplettiert. Und wir komplettieren noch die offensiven Ideen. Zack! Perfekt. So, und wir haben jetzt natürlich überlegen, diese feindliche Armee noch weggeräumt. Ich habe keinen einzigen Kardinal, das ist auch wieder lustig.
Ich bin Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Ich habe keinen Kardinal. Nein, Polen hat im Teutonischen Orden den Krieg. Oh, aber die kämpfen gegen viel. Aber Österreich und Litauen helfen. Mann, Mann, Mann. Das ist jetzt richtig schlecht. Weil die sich natürlich Königsberg und so weiter holen. Ah, Polen. Schlecht. Nicht gut, ja. Aber ich meine, wir stehen gut da. Also wir brauchen uns jetzt gerade nicht beschweren. Sieht alles sehr gut aus. Wir kriegen einen richtig guten Erben mit 566. Also wirklich, das ist auch außergewöhnlich gut. Ein 566er Erbe. Er hat zwar einen schwachen Claim, das heißt, die Legitimität wird so bei 20 oder 30 sein am Anfang, was nicht gut ist, aber die Monarch Points, die er reinbringt, gleichen das allemal aus. Oh, aber hier kriegen die ein bisschen Probleme. Die Österreicher. Ja gut, jetzt ist Ungarn besiegt. Jetzt wird das nichts mehr. Schade. Oh ja, Polen hat da unten auch nochmal 26.000 Mann. Gut. Aber schaut mal, ich habe 63... Die haben diese Marienburg in 63 Tagen vernichtet. In 63. Und ich belagere jetzt schon. Wo sieht man's? Na, irgendwo muss man das doch sehen können. Marienburg. Siege of Marienburg. Seit wie langer Zeit belagern wir Marienburg? Irgendwo hier muss es doch stehen. Na, ich sehe es nicht. Auf jeden Fall schon seit 1000 Tagen oder so. Jetzt haben wir sie. Schnell nach Königsberg. Und sofort auch nach Memel. Wenn es geht. Geht nicht. Dann schnell sichern die Provinz in Tuchel. Super, jetzt kriegt Polen Königsberg. Aber gut, wir mussten verhindern, dass er Tuchel kriegt. Das ist noch wichtiger. Ja, wir haben den Claim auf Holstein bekommen, das ist gut. Utrecht nervt uns wieder, Schweiz nervt uns wieder. Können wir bei beiden nichts tun. Oh, und schaut mal, fast das ganze Reich wählt uns. Sehr gut. Kann ich mit dem Deutschen Orden denn schon Frieden machen? Tuchel? Nö. Ich kann auch lange nicht Frieden machen. Boah. Krass. Aber jetzt können wir auch mal effektiv looten, wie ihr seht. Kriegen 2,9 im Monat. Ermland ist unser. Ich warte nur, dass er hier aus Königsberg rausgeht, der Pole. Das wäre so gut. Nee, tut er nicht. Dafür gehen wir jetzt nach Memel. Dann sind wir da als Erste. Und nach Ordelsburg, bitte. Dann kann sich Polen nämlich nur Kulm und Königsberg holen, im Zweifel. Wenn wir nach ihnen Frieden machen, was ich jetzt doch bezweifeln würde, weil wir jetzt schon Call for Peace haben. Österreich ist Papst. So, als nächstes haben wir dann Level 10, was wir erreichen können. Na, jetzt kommt schon Memel. Memel muss fallen. Memel muss fallen. So. Ja, Gebäude können wir immer noch keine sinnvollen bauen. Das können wir gleich aufgeben. Das brauchen wir nicht versuchen. Und wir sind erstmals unter 50 Power Projection nach gefühlt 30 Jahren.
So, der Deutsche Orden. Jetzt aber. Duchel können wir fordern, Marienburg können wir fordern. Oh, und wir kriegen keine Koalition gegen uns. Dann fordern wir beides. Dann fordern wir beides. Eine Humiliation machen wir jetzt mal nicht. Dukaten fordern wir. Ja, die Chor auf Neumark. Müssen sie eigentlich nicht rewarpen, ist es egal. Okay, dann machen wir jetzt Frieden. Wir müssen ja. Wir können nicht warten, bis Polen fertig ist. Ja, und erstaunlich billig zum Korn, die beiden Provinzen, Tuchel und Marienburg. Und ich glaube, ehrlich gesagt, wir können dann auch Preußen gründen. Danzig oder Stolp brauchen wir. Stolp haben wir schon. Königsberg brauche ich. Ich brauche unbedingt Königsberg. Ohne Königsberg geht's nicht. Schade. So, improve relations with Cologne. Ja, das müsste eigentlich möglich sein. Kann man auch mal sowas mal annehmen. Also Köln, verbessern wir unsere Beziehung, ne? Schicken wir unsere Armee zurück. Also unsere Expansion schreitet langsam voran. Und es wird immer schneller. Es ist jetzt gerade eine gute Phase und ich glaube, wir können gleich gegen Dänemark Krieg führen. Ja, wir haben noch einen Truce. Wie lange noch? Nicht mehr lange. Gut. Was ist eigentlich mit Pommern los? Können wir da mal was tun? Ja, Dänemark würde noch mit reingehen in den Krieg und Utrecht, aber ansonsten würde das gehen. Was ist mit Schweden? Puh, nee. Ach ja, ich habe ja noch gar nicht den Frieden beendet, den Krieg beendet hier mit Sachsen-Lauenburg. Dann würde Pommern in eine Koalition gegen uns gehen. Das ist uns herzlich egal. So, wir haben Sachsen-Lauenburg. Wunderbar. Gut, dann würde ich sagen, wäre es das mit dieser Folge. Sehr erfolgreich. Es wird immer besser. Es macht richtig Spaß. Ich werde aber trotzdem jetzt wahrscheinlich aufhören. Ich habe jetzt 13 Folgen oder so am Stück aufgenommen. Und werde dann die Tage weitermachen. Also, ihr seht diese Videos ja sowieso wahrscheinlich eins die Woche oder zwei die Woche. Das dauert also noch, bis ihr das seht. Ciao, bis zum nächsten Mal. Euer General Pilofas.